Damit kommen wir zur ersten Keynote-Lecture von Professor Hartmut Krassel, dessen Verdienste aufzuzählen jetzt hier viel zu lange dauern wird. Ich will nur ein paar erwähnen. Langjähriger leitender Mitarbeiter des MPI in Hamburg, Chef des World Climate Research Programs, der WMO in Genf und jetzt wieder seit Jahren auch zentraler Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitung, die auch über Deutschland hinaus große Anerkennung zu Recht verdient hat. Und ich denke mal, in diesen vielen Funktionen hat er sehr viel für die Klimaforschung getan. Er hat auch mehrere andere Funktionen, die er ehrenamtlich wahrnimmt. Und dafür sind wir ihm extrem dankbar und finden auch extrem dankbar, dass er heute kommen konnte. Und sein Tagungsbeitrag beschäftigt sich mit dem zentralen Titel der Tagung, Regionen im Klimawandel, wie sehr müssen wir differenzieren. Bitte, lieber Kollege Krassel. In den Jahren, als sie noch kräftig existierte. Denn meine Mutter stammt aus Leipzig. Und wenn sie erregt war, dann fiel sie ins Sächsische. Und ich spreche aber einen sehr starken bayerischen Dialekt, jetzt nicht zu Ihnen, da ist nur noch ein Akzent herauszuhören. Und ich habe zu dem Thema Klimawandel, das Wort liebe ich nicht sehr, weil es im Deutschen positiv besetzt ist, das Wort Wandel, und wir Klimatologen dann aber immer oder meistens über Bedrohungen reden durch den Klimawandel. Da finde ich viel schöner das englische Wort Climate Change. Es ist einfach Änderung. Das ist neutral. Aber Klimawandel ist nicht mehr wegzuätzen. Das geht nicht mehr, weil es in der Öffentlichkeit total verankert ist. Der Titel, den ich hier heute gewählt habe, ist nicht von mir. Der ist mir von Herrn Matschulat vorgeschlagen worden und ich habe nicht widersprochen, weil ich weiß, dass das typischerweise ein Wunsch der Veranstalter ist, einen Redner am Anfang in diese kleine, weit außen spürbare, nicht sehr stark bedrohende Zwangsjacke zu stecken. Ich fange an mit einer Sentenz, die generell uns Klimatologen betrifft. Jede systematische Änderung des Energiehaushaltes des Planeten Erde, sei es durch Änderungen der Erdbahn um die Sonne, die Strahldichte der Sonne und oder die Zusammensetzung der Atmosphäre, muss zu regional unterschiedlichen Klimaänderungen führen. Das ist eine Plattitüde, aber man muss es immer wieder sagen. Denn Ozean- und Landoberflächen zeigen regional sehr stark unterschiedliche Änderungen des Energiehaushaltes, worauf wiederum die allgemeine Zirkulation in Atmosphäre und im Ozean mit Zeitskalen von Stunden bis einigen Jahrhunderten reagieren. Klima ändert sich also immer. Das ist nichts Statisches. Auch wenn der Mensch weg wäre und außer den Primaten niemand uns Ähnliches hier auf der Erde wäre, würde Klima sich ändern. Und es hat sich auch geändert aufgrund der Lebewesen. Denn die gesamte Zusammensetzung der Erdatmosphäre ist ein Ergebnis des Lebens. Wenn Sie die drei wichtigsten Bestandteile der Erdatmosphäre aufsummieren, Sauerstoff, also ich fange mit dem häufigsten an, Stickstoff, Sauerstoff und Argon, dann haben Sie von der trockenen Atmosphäre
99,96% aller Moleküle oder Atome. Und die sind nicht klimarelevant. Die Musik machen die letzten Promille. Und da vor allem der Wasserdampf und dann das Kohlendioxid und das Ozon. Die drei brauchen wir. Die anderen, die meistens auch noch diskutiert werden, wie Methan und Lachgas, die sind Zierat für den Treibhauseffekt der Erdatmosphäre. Die sind in der Größenordnung 1 Grad Celsius, die sie da erhöhen, bei gegenwärtig etwa 30 bis 35 Grad Treibhauseffekt. Denn ich sage bewusst 30 bis 35 Grad, weil das ja davon abhängt, wie ich das berechne. Und die Voraussetzungen, die ich mache, wie hell ist der Planet, hat er einen Ozean oder wollen wir die Albedo, die er jetzt hat, verwenden oder wollen wir eine andere verwenden, die die Oberfläche hat, wenn sie aus Gestein bestünde wie der Mond. Das treibt ja den berechenbaren Treibhauseffekt hin und her von 30 bis 35 Grad. Also unsere Atmosphäre ist ein Produkt des Lebens und zwar nicht der Menschen. Wir sind sehr spät gekommen, wir haben dazu fast nichts beigetragen. Erst in den letzten paar hundert Jahren haben wir Spuren in dem Sinne in der Zusammensetzung der Atmosphäre hinterlassen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das normalerweise ist. Wir haben schon mal vor 670 Millionen Jahren eine Schneeballerde gehabt. Das Fragezeichen, das dahinter steckt, hier wird immer kleiner und kleiner. Mit jedem Jahr kommen neue Daten hinzu, sodass man sagen kann, vor 670 Millionen Jahren gab es eine Schneeballerde. Dann haben wir aber das jetzige System Erde mit Eis. Irgendwo auf der Ebene ist noch Eis. Also Grönland und die Antarktis sind die besten Beispiele. Und da ist das Holozän auf der oberen Kante, also mit relativ wenig Eis. Und unser Anthropozän hätte die Chance, in den Standardzustand der Erde uns wieder zu katapultieren, nämlich Erde ohne Eis. Höchstens auf den Spitzen des Himalaya und der Anden wären dann noch ein paar Gletscher übrig. Ansonsten wäre die Erde ohne Eis. Der Meeresspiegel variiert ungefähr um 70 Meter zwischen dem Ende und dem. Also wenn wir das Eis verschwinden ließen, hätten wir 70 Meter höheren Meeresspiegel. Manche sagen auch 65 Meter. Das ist nicht ganz, so ganz genau bekannt, wie überhaupt ich an Politiker mich orientieren sagen muss. Die Fehlerbalken bei unseren Aussagen werden wir nur langsam kleiner machen können in diesem komplexen System. Da Politiker aber sowieso unter Unsicherheit entscheiden müssen, frage ich mich, warum sie von uns immer so hohe Sicherheit verlangen. Im Sinne der Vorsorge, ein Prinzip der Europäischen Union, hätten wir längst viel stärker agieren müssen, wie wir es in anderen Umweltbereichen ja getan haben. Aber bei Klima, da sagt dann der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, I need sound science. Und damit meint er Fehlerbalken von der Höhe. Die wird er nie bekommen. Das ist völlig unmöglich. Ich war der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der konstituierenden Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaänderungen, IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change. Was haben wir damals im ersten Bericht 1990 über die Empfindlichkeit des Klimasystems gegenüber Änderungen der Zusammensetzung der Erdatmosphäre gesagt? Wir haben gesagt, bei der zweiten Weltklimakonferenz Ende Oktober 1990, wenn sich das Kohlendioxid in seiner Konzentration in der Atmosphäre verdoppeln würde, dann müssen wir rechnen mit 1,5 bis 4,5 Grad Celsius mittlerer globaler Erwärmung an der Erdoberfläche. Das war unsere Aussage. Was haben wir 2013 gesagt? Dasselbe.
weil wir gemerkt haben, dass ein paar Rückkopplungsmechanismen ursprünglich nicht dabei waren. Wir wissen zwar mehr, und einmal hat Bert Bolin zu Gordon McBean und mir gesagt, wir hatten den Auftrag, das Kapitel 11 in einem dieser Berichte von IPCC zu schreiben, und das hieß Reducing Uncertainties. Und dann sagte der Bert Bolin zu uns beiden, wir waren die Leitautoren für dieses Kapitel, dieser Titel missfällt mir. Denn es kann ja auch sein, dass wir etwas besser verstehen, dabei aber die Unsicherheiten wachsen. Also haben wir dann das Kapitel genannt, Improving Our Understanding. Und dann war das sozusagen korrekt. Also wir haben jetzt die Frage, wo endet das Anthropozän? Geht es sozusagen Grönland und der Antarktis an den Kragen? Und die Unsicherheit ist so groß, dass wir nicht mal sagen können, ob Grönland verschwindet bei 2 Grad Celsius mittlerer globaler Erwärmung. Das ist zurzeit nicht machbar, diese Aussage. Ich habe zu Ole von Beust, als er noch unser erster Bürgermeister in Hamburg war, gesagt, er solle Angela Merkel und den Vorsitzenden der Vereinten Nationen massiv bedrängen, dass extremer Klimaschutz betrieben wird, denn er möchte doch, dass die Stadt Hamburg in 300 Jahren noch so existiert wie jetzt und man durch kleine Deicherhöhungen den mittleren Meeresspiegelanstieg abwehren könne. Wenn das aber über 2 Grad Celsius hinausgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Marschniederungen in Hamburg aufgegeben werden müssen, weil das Eindeichen bei 3 Meter Meeresspiegelanstieg in ein paar Jahrhunderten eben nicht mehr funktioniert. Nun zur ersten Differenzierung. Ich werde über 3 Differenzierungen reden. Die erste ist für einen Klimatologen die einfachste. Die Reaktion des Klimasystems auf eine Störung der Zusammensetzung der Atmosphäre, sowohl bei langlebigen als auch kurzlebigen Beimengungen. Und das verursacht ja die unterschiedlichen Erwärmungen und die Verschiebung der Niederschlagsgebiete und natürlich auch neue Karten der Dürreanfälligkeit und was da alles von den Klimatologen schon herausgepult worden ist. Dann muss ich aber jetzt reden darüber, was haben wir für einen Anstoß in das System gefahren. Der Hauptanstoß kommt von den Well-Mixed Greenhouse Gases. Natürlich ist da das Kohlendioxid, das Methan etwas, das Lachgas, aber auch die halogenierten Kohlenwasserstoffe, die gar nicht so unbedeutend für den zusätzlichen Treibhauseffekt sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite Aktivitäten entfaltet, die in Richtung Kühlung im Mittel tendieren. Wenn allerdings die ganze Welt Dieselautos ohne Rußfilter führe, dann haben wir auch durch die Aerosolpartikel einen Beitrag zur globalen mittleren Erwärmung. Dass das negativ ist, liegt daran, dass wir auch sehr viel Schwefeldioxid emittieren und das wird in Schwefelsäurepartikel überführt in der Atmosphäre und die sind im Wesentlichen streuend und fast überhaupt nicht absorbierend und dann wird der Planet etwas heller, also kommt etwas weniger Sonne auf die Oberfläche durch. Wenn man das alles zusammenführt mit den Unsicherheiten, die wir immer noch haben, gibt es eine Imbalance der Strahlungsbilanz von etwas über 2 Watt pro Quadratmeter. Das ist aber eine fiktive Größe, dieser Strahlungsantrieb. Denn das Klimasystem reagiert auf solche Imbalance in der Strahlungsbilanz mit Klimaänderungen. Und die Frage ist nur, wie schnell und wie viele Prozent des Anstoßes sind jeweils realisiert. Man sagt, das ist eine grobe Schätzung, etwa 2 Drittel werden realisiert und ein Drittel kommt nach, bei der jetzigen Anstiegsrate in den Emissionen.
Jetzt, dieser Antrieb hat natürlich Temperaturänderungen verursacht. Und da nehme ich, soweit ich es kann, die Abbildungen aus dem Zwischenstaatlichen Ausschuss über Klimaänderungen, denn das ist das Seriöseste, was wir haben. Ich werde oft von Journalisten gefragt, weil sie irgendwas in Science oder Nature gelesen haben und das wollen sie jetzt interpretiert sehen. Sage ich, langsam, langsam, da müssen auch noch andere dran gearbeitet haben. Es muss Widerspruch geben in der Wissenschaft und nach Jahren mändelt sich das dann heraus, was wir behaupten können. Wir können doch nicht über jedes Sumpfbläschen einen Artikel schreiben. Und Sie sehen, es ist wärmer geworden und mehrere Gruppen haben das untersucht und die unterscheiden sich nur minimal. Woher kommt der Restunterschied denn, wenn das unterschiedliche Gruppen machen? Ganz einfach, die haben nicht alle die gleichen Daten verwendet. Die Briten zum Beispiel haben etwas ausgespart, was in der inneren Arktis schon mal gemessen worden war früher. Die Amerikaner haben es drin gehabt und wieder andere Gruppen nicht. Und dann, wenn Sie das über Jahrzehnte mitteln, dann gibt es eben einen relativ steilen Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten. Das endet hier im Jahr 2010, aber ich kann Ihnen auch zeigen, wie das weitergegangen ist. Das ist von der NOAA aus einer Webseite des amerikanischen Wetterdienstes und es zeigt nur die wärmsten Jahre, die überhaupt aufgetreten sind, seit beobachtet wird, also seit etwa 1860. Und das sind alles Jahre aus, da ist 1998 dabei und dann 2015 war das Jahr, das absolut an der Spitze war. Aber das ist auch einfach zu erklären, denn wir hatten wieder einen besonders starken El Niño und El Niño heißt immer so 1-2 Zehntel Grad Celsius erhöhte globale Mitteltemperatur. Der läuft noch, ist jetzt beim Zusammenbrechen und dann geht es typischerweise etwa mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 50% in La Niña über und dann wird es im nächsten Jahr ein bisschen kühler sein. Und dann werden die Skeptiker wieder sagen, where is your global warming? Dass sie dabei aber in der Klimatologie immer 3 oder 4 Jahrzehnte mindestens betrachten müssen, das vergessen sie gerne, weil sie ja ein Interesse haben, etwas zu unterminieren. Nun diese Differenzierung. Sie sehen hier ein Plätzchen in der, im Atlantik, wo es zu keiner Erwärmung gekommen ist von 1901 bis 2012. Jetzt sagen alle, naja, es wird der Golfstrom zusammenbrechen. Das können wir aber nicht sagen, weil wir keine Beobachtungen haben, die lang genug zurückgingen, um diese Aussage zu treffen. In den letzten paar Jahrzehnten ist die Umweltzirkulation im Atlantik leicht geschrumpft. Aber es ist noch nicht sicher, ob wir schon lang genug diese Schrumpfung beobachtet haben. Im IPCC-Bericht steht immer noch, es könnte auch nur ein Schlenker über 2-3 Jahrzehnte gewesen sein. Aber was Sie auf der Abbildung auf jeden Fall sehen, die Kontinente werden schneller warm. Und was Sie, weil IPCC besonders ehrlich in der Wissenschaft umgeht, es gibt keine Aussage zu den Polargebieten. Denn da hat man 1901 nicht gemessen. Ganz einfach. Aber dann dürfen Sie eben nicht spekulieren. Wenn Sie spekulieren als Wissenschaftler, dann müssen Sie es sagen. Das dürfen wir schon. Also wir sind eine Gruppe, die spekulieren darf. Aber wir müssen es dann eben sagen, mit welchen physikalischen Argumenten oder chemischen Wissen wir jetzt spekulieren. Dann schauen wir uns die Niederschlagsänderungen an und dann werden Sie enttäuscht sein, wie mau diese Karten aussehen. Wieder aus IPCC aus dem Jahr 2013. Es nimmt, wenn Sie die letzten etwas mehr als das letzte halbe Jahrhundert nehmen, es nimmt der Niederschlag in den höheren, mittleren Breiten und in den Polargebieten in großen Regionen zu, aber die Dürren in den Mittelmeerklimazonen sind ausgeprägt. Also Abnahme von Niederschlägen. Und was Sie jetzt in Kanada sehen, ist natürlich kein Beweis,
Aber wenn Sie jetzt aufsummieren, wo brennt es denn überall in den letzten 20, 30 Jahren, dann werden Sie feststellen, das ist immer in den Mittelmeerklimazonen oder an der Grenze zwischen den mittleren Breiten und den höheren mittleren Breiten, an der Grenze von borealen Wald zur Prärie. Und wenn Sie dann noch genauer hinschauen, dann stellen Sie fest, die meisten Feuer sind anthropogen. Also haben zunächst wenig mit der Klimaänderung zu tun, sondern mit Menschen, die ein Zündholz in der Hand hatten. Und es gibt ein Land, das es geschafft hat, diese Brände zurückzudrängen, nämlich Frankreich. Die haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, überall, wo abgebrannte Wälder existieren, darf mindestens 10 Jahre lang kein Haus gebaut werden. Und schon war die Anzahl der Feuer geringer. Aber die Spanier und die Portugiesen haben solche Regeln noch nicht eingeführt. Halten wir fest, es wird trockener in einigen Regionen, aber was in der Summe auch im IPCC-Bericht steht, ist, insgesamt fällt mehr Wasser vom Himmel. Das muss auch so sein, weil wir eine Gleichung kennen, die alle Geografen nicht gerne haben, weil die ja vor der Mathematik meistens fliehen. Das ist die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung, die sagt, wenn es um 1 Grad Celsius wärmer wird, dann ist die maximal mögliche Konzentration von Wasserdampf, je nach Temperatur, bei der ich das mache, um 6, 8 oder bis zu 20% höher. Wenn ich es bei minus 80 Grad Celsius mache, sind es 20% Hub pro Grad Celsius. Und bei plus 20 Grad Celsius sind es 6% Zuwachs. Und da die Unterkante der Wolken typischerweise so um 0 Grad Celsius oder bei 10 Grad Celsius existiert, kann man davon ausgehen, dass es 7% Zuwachs an Wasserdampfgehalt gibt an der Unterkante von Wolken, wenn die Region um 1 Grad Celsius wärmer geworden ist. Und das Wasser muss halt rausfallen. Wenn die gleichen Strömungsbedingungen existieren wie vorher, fällt eben dann 7 oder 8 oder 10% mehr Wasser bei jedem Niederschlagsereignis heraus. Und die Sachsen haben das ja gemerkt. Zinnwald-Georgenfeld zum Beispiel, sage ich nur. Das sind diese typischen Ereignisse. Wenn es insgesamt wärmer wird, muss halt mal ein neues Extremereignis auftreten. Jetzt schauen wir die dritte Variante an. Also erst haben wir über die Temperatur geredet, dann über den Niederschlag und jetzt über den Meeresspiegel. Sie sehen, dass der Anstieg sich massiv beschleunigt hat, von etwa 0,8 mm pro Jahr für das ausgehende 19. Jahrhundert und das beginnende 20. Jahrhundert und dann hochschießt. Und jetzt haben wir immer weniger Gezappel, weil wir Satellitendaten haben, die genauer messen können. Also die roten Pünktchen hier, das sind die Beobachtungen mit sogenannten Radaraltimetern vom Weltraum aus. Da gibt es einige, die da herumfliegen und die Europäer haben jetzt das Ganze operationalisiert. Wir werden also diese Beobachtungen dauerhaft haben und wir werden immer genauere Beobachtungen der Meeresspiegeländerungen haben. Das können wir für jedes Ozeanbecken zeigen, aber hier habe ich es für den globalen Wert gezeigt. Dann haben wir noch mehr Regionalisierung. Schauen Sie sich das an. Es gibt einen neuen Satelliten, der heißt Cryosat 2 oder Cryosat 2 von den Europäern. Ist von der Europäischen Weltraumbehörde gebaut worden und misst seit 2011 systematisch und hat so hohe Präzision, dass wir inzwischen schon bei Zeitreihen von nur 4 oder 5 Jahren sagen können, welche Gletscher in Grönland besonders stark zusammensinken. Hier ist aufgetragen die Änderung der Höhe des Eiskuchens in Metern pro Jahr und das geht bis minus 1,5. Das ist hier der Jakobshauner Isbre, der am schnellsten wandernde Gletscher, große Gletscher dieser Welt, der mit etwa 1 Meter pro Stunde vorwärts geht und an der Stelle, wo er in den Ozean kalbt, mehr Wasser in den Ozean wirft als der Rhein an seiner Mündung.
Also nur mal, um ein Beispiel zu geben. Und dieser Rand, der südliche Teil Grönlands, scheint ein Schmelzkandidat geworden zu sein. Im nördlichen und mittleren Teil ist wegen der globalen Erwärmung Zuwachs. Da wird der Eiskuchen etwas höher. Und jetzt eine schlechte Nachricht für alle, die in den Tropen wohnen. Was passiert denn, wenn Grönland und die Antarktis abschmelzen? Dann denkt jeder, in der Nähe dieser Eiskuchen würde der Meeresspiegel ansteigen. Das ist falsch. Das ist einfach gegen die Physik. Denn da ist Masse weggenommen worden, also sinkt die Erdanziehung. Und die Erdanziehung ist dann größer in äquatornahen Bereichen als an der Stelle, also geht das Wasser dahin. Deswegen ist Abschmelzen vom grönländischen Inlandeis eine besondere Bedrohung für die Filipinos und nicht für die Deutschen. Also in der deutschen Bucht ist der mittlere Meeresspiegelanstieg ganz normal, also wie weltweit gemittelt, so in der Größenordnung 3 mm pro Jahr. Aber entlang des Pazifiks bis hin nach, zu den Philippinen ist der mittlere Meeresspiegelanstieg der letzten 22 oder 23 Jahre 1 Zentimeter gewesen. Das kann sich noch mal wieder ändern, weil das auch von La Niña und El Niño mit abhängt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da schon das abschmelzende Grönlandeis und die Westantarktis beigetragen haben, ist sehr hoch. Dazu gibt es auch schon Veröffentlichungen. Nun, Abschluss dieses Kapitels, erste Differenzierung. Das ist eine Karte, die zeigt die prozentuale Änderung der Dürretage mit 5 globalen Modellen und 7 Ökosystemmodellen für das Schreckensszenario RCP 8,5 berechnet zum Ende des 21. Jahrhunderts und eine Veränderung gegenüber fast der heutigen Zeit. Sie sehen, obwohl es insgesamt mehr regnet, die Dürreereignisse werden zunehmen, weil natürlich bei höheren Temperaturen Wasser von der Oberfläche leichter verdunstet als bei niedrigeren. Und Sie sehen nur ganz wenige Bereiche, wo alle diese Modelle meinen, dass es zu einer Reduktion der Dürre kommt. Als Beispiel, im Jahr 2008 gab es eine extreme Dürre in Syrien. 1,5 Millionen Syrer sind in die Städte geflohen, fast die gesamte bäuerliche Bevölkerung, weil sie nichts ernten konnte. Die Dürre war so heftig, dass nicht mal 5 Kilo Weizen von einem Hektar zu ernten waren. Es war überhaupt nichts da. Und was macht dann der Mensch? Er muss ja überleben, dann geht er in die Städte, weil er meint, dort hätte er bessere Chancen. Das hat natürlich zu einem ziemlichen Aufstand innerhalb Syriens auch mit beigetragen. Also es ist nicht der auslösende Faktor für den Bürgerkrieg gewesen, aber es war ein beitragender Faktor. Zweite Differenzierung. Wer sind die Verursacher der mittleren globalen Erwärmung? Da frage ich jetzt mal in das Auditorium, wer emittiert pro Kopf der Bevölkerung am allermeisten? USA wird genannt, Saudis, Kuwait. Die Antwort ist Katar. 45 Tonnen pro Bürger und Jahr. Und wo liegt die Bundesrepublik? Bei 10, knapp unter 10 jetzt. Und wann waren wir Weltmeister? Wann waren wir Weltmeister im Emittieren? Wir Deutschen pro Kopf gerechnet? 1989 in der DDR. Mit 22 Tonnen pro Bürger und Jahr. Und dann vergleichen Sie mal den Lebensstandard eines Landes, das 11 Tonnen damals emittierte, und eines Landes, das 22 Tonnen emittierte. Riesenunterschied im Lebensstandard. Warum?
weil man ein anderes Energieversorgungssystem mit geringer Effizienz hatte. Viel auf Braunkohlebasis und Schlamperei bis zum Äußersten. Ich habe mal in der Wohnung meiner Tante in der Charité, angebaut an die Charité, bei einer Hitzewelle im Juli, als ich sie besucht habe, einen heißen Heizkörper im Wohnzimmer vorgefunden und das Fenster war sperrangelweit offen. Dann sagte sie, das ist bei uns immer so, aber die Heizung ist versintert. Dann bin ich zum Cerberus am Eingang dieses Wohngebäudes gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Franzosen. Was wollen Sie? Da sage ich, die Heizung ist versintert und ich möchte sie wieder gängig machen im Wohnzimmer meiner Tante. Ach, sagte sie, Sie wollen einen Engländer. Also habe ich dann einen Engländer bekommen und habe die Heizung wieder gängig gemacht. Also so viel zu den Unterschieden, wer wann wie viel emittiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Menschheit massiv zugelegt hat. Der graue Block in Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr, also der Kohlenstofffluss in die Atmosphäre durch fossile Brennstoffe und meistens Zementherstellung, hier steht and industry, das ist in der Größenordnung 9 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr gewesen im Jahr 2013. Der Block hier sagt, wie stark zerstören wir Wälder oder flämmen Savannen ab. Das ist weniger geworden, also die Zerstörung der Wälder hat nicht zugenommen, sondern das wird weniger, auch deswegen, weil manche Länder gar keinen Wald mehr haben. Dann fragen wir uns, wo geht das denn hin? Dann schauen wir uns zunächst mal den Ozean an. Der Ozean nimmt so in der Größenordnung 2 bis 2,5 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr auf. Dann fragen wir uns, wie viel bleibt in der Atmosphäre zurück? Das ist der graue oder hellblaue Teil hier. Und dann fragen wir uns, wie viel geht in die existierende Vegetation? Denn für eine Fichte, die die Luftverschmutzung jetzt nicht mehr hat, auf den Höhen des Erzgebirges, ist ja die globale Erwärmung was Schönes. Denn eine C3-Pflanze reagiert auf die Kohlendioxiddusche. Mit der gleichen Menge Wasser wird mehr Biomasse gebildet als vorher, weil die Spaltöffnungen an den Nadeln nicht mehr so lange offen sein müssen, um die entsprechende Menge Kohlenstoff hereinzubekommen. Wenn aber Wasser keine Mangelware ist, dann bleibt trotzdem die Spaltöffnung offen und es wird mehr produziert, sodass die Biomasse zunimmt und fast alle Bäume im mitteleuropäischen Bereich zeigen inzwischen dickere Jahresringe. Und das ist relativ viel, was da in die Vegetation geht, ist von der gleichen Größenordnung wie das, was in den Ozean geht. Und das ist hier spezifiziert, 3,0 Gigatonnen plus minus 0,8 gehen in die Vegetation und in die Böden am Land. 2,6 plus minus 0,5 geht in den Ozean. Durch Zerstörung und Landnutzung, Zerstörung von Vegetation und Landnutzungsänderungen eine knappe Gigatonne, die herausgeblasen wird zusätzlich. Und natürlich die große Säule, die Nutzung fossiler Brennstoffe. Und jetzt ordnen wir zu. Wir machen eine Differenzierung. Ich habe dieses Bild, das ich von Le Carré und anderen Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht gefunden habe. Schwellenländer auf der Überholspur und graue Energie fast nebensächlich geschrieben. Sie sehen, wie 1990, als wir die Konvention
für die Klimaänderungen gefordert haben und die dann 92 in Rio de Janeiro akzeptiert worden ist, dass damals die Non-Annex-B-Länder, das waren die Entwicklungsländer und die Schwellenländer alle zusammen, viel, viel weniger emittiert haben als die Annex-B-Länder in der Konvention. Das waren die späteren Kyoto-Protokoll-Länder. Und die haben es geschafft, seit etwa 30 Jahren nicht mehr zu emittieren. Aber China und Indien und Indonesien und Brasilien, die sind da hochgeschossen. Und jetzt haben wir ein Problem der ganz hohen Emissionen in Teilen der Schwellenländer über den Werten der hochindustrialisierten Länder. Da kommt dann aber normalerweise das Argument, ja, die Globalisierung hat ja auch sehr viele graue Energie. Denn wenn Sie Kinderspielzeug, teilweise giftig, aber erlaubt, aus China kaufen, dann werden die Emissionen für dieses Kinderspielzeug bei der Produktion den Chinesen zugeordnet. Und dann sagen viele, ja, die Schweizer haben ja überhaupt kein Stahlwerk mehr, das haben sie exportiert und dann werden die hohen Emissionen in China herangezogen. Und dann können Sie fragen, wie viel ist das denn der Unterschied in den Emission Transfers, so heißt es hier im Englischen. Das ist in der Größenordnung 0,3 Gigatonnen Kohlenstoff, mehr ist es nicht. Denn überlegen Sie mal, wir importieren aus China massiv Waren und zwar nicht bloß giftiges Kinderspielzeug, sondern auch hochkarätige Kameras. Und deren Herstellung ist in China erfolgt. Dafür liefern wir aber komplette Fabriken nach China und die sind bei uns hergestellt worden und die Emissionen waren bei uns. Also allzu viel kann da nicht herumgeschoben werden. Nun, wie viele bräuchten wir denn für den Klimaschutz? Wie viele Nationen? Wir könnten nach vieren aufhören. China, United States, European Union, India. Vielleicht noch die Russische Föderation, die ist aber politischen Aktionen nicht sehr zugänglich. Per capita Emissions. Und da sehen Sie jetzt United Arab Emirates. Katar ist nicht drauf, weil es zu klein ist auf dieser Liste. Aber pro Person gerechnet würde der Balken hier enden etwa an der Stelle. Dann sehen Sie aber auch noch International Aviation. Und dann werden Sie erstaunt sein, wie klein das ist. Wie wenig der Flugverkehr global zu den Kohlenstoffemissionen beiträgt, etwa 2%. Dann haben Sie aber auch noch gesehen, International Shipping. Und das hat dann kräftig zugenommen, weil durch die Globalisierung immer mehr gehandelt wird. Hier sehen Sie ja den Unterschied zwischen 1990 und 2012. Also, das Märchen, nur die Industrieländer seien für die Anstiege jetzt des CO2 in der Atmosphäre schuldig zu sprechen, stimmt nicht mehr. Wir müssen jetzt alle handeln und genau das ist in Paris ja beschlossen worden. Nun eine frohe Botschaft, so nenne ich das. Die Trendwende, Fragezeichen, der rote Punkt für 2015 zeigt zum ersten Mal Stagnation bei kräftigem globalem Wirtschaftswachstum. Also wir sind jetzt bei 10 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr angelangt. Und zwar sind das die fossilen Brennstoffe und die Zementproduktion. Hier sehen Sie die Weltwirtschaftskrise. Hier sehen Sie den Gorbatschow-Effekt. Denn er hat ja die Sowjetunion zerlegt. Und dann ist 10 Jahre lang die Emission kaum angestiegen, weltweit aufsummiert, weil die ehemaligen sozialistischen Länder extrem reduzierten bei den Emissionen. Litauen zum Beispiel 60%.
und die Ukraine. Vorhin haben Sie auch auf dem Bild, wenn Sie ein bisschen schneller gelesen haben, als ich reden konnte, dann haben Sie die Ukraine gesehen und dann haben Sie gesehen, dass die fast nichts mehr emittieren mit der Zeit, verglichen mit der Zeit des Sozialismus. Und jetzt ist der rote Punkt bei 3% globalem Wirtschaftswachstum stabil. Wenn das vor 3 Jahren ich behauptet hätte, dann hätten die Energiespezialisten mich einen Illusionisten genannt. Oder anders formuliert, seit 2013 sind die Investitionen in erneuerbare Energieanlagen global summiert höher als die in fossile Energieanlagen. Und da zeigt sich das. Und der wesentlichste Punkt, warum das jetzt stagniert, ist China. Denn die Chinesen haben ein Ausbauprogramm für erneuerbare Energien. Dagegen ist das, was wir Deutschen machen, harmlos. Ich weiß, aber ich überziehe typischerweise. Ich muss ja probieren. Ja, sicher. Das wäre das Ziel, das 2-Grad-Celsius-Ziel. Es würde uns nochmal eine Erwärmung um ungefähr 1 Grad Celsius bringen. 1 Grad ist ja schon eingetütet und das zweite käme noch. Das wären aber dann bei den Strahlungsantrieben nur 2,6 Watt pro Quadratmeter gegenüber diesen 8,5. Dieses Szenario nenne ich ein Horrorszenario, weil es nie eintreten kann. Denn wenn irgendetwas dran ist an der Bedrohung von Klimaänderungen, dann würde bei diesen extremen Emissionen das Weltwirtschaftssystem Schleifspuren zeigen und dann gehen die Emissionen zurück. Das ist eine reine Illusion, dieses 8,5 Watt pro Quadratmeter Szenario und gemessen mit dem vorherigen Bildchen, wo die Stagnation sich andeutet, heißt das, davon gehen wir jetzt schon weg. Also wir werden in diese Richtung nicht weitergehen. Also ist die Frage jetzt, schaffen wir das hier? Jetzt kommt die dritte Differenzierung. Wer muss wann was tun? Das ist ja die Gretchenfrage. Die Europäische Union tut mehr als alle anderen. Und da muss man sagen, ist unsere Kanzlerin der eigentliche drängende Teil immer gewesen. Das hat die Bevölkerung eigentlich nicht verstanden. Was sie da alles hat durchsetzen können in der Europäischen Union. Ich werde es Ihnen zeigen. Es ist sicher, die erneuerbaren Energieträger müssen in Zukunft die Energie für unsere Zivilisation liefern. Die Frage ist nur, wie schnell geht das? Und würden wir es allein mit dem Wind machen in Deutschland, dann geht das schon heute nicht. Wir könnten maximal 1 Watt pro Quadratmeter Windenergie ernten und wir brauchen aber schon 1,5 Watt pro Quadratmeter, ist die Energieflussdichte des Systems Bundesrepublik Deutschland. Also auch die gesamte Bundesrepublik mit Windenergieanlagen bestellt, würde unser Energieproblem nicht lösen können. Wir haben deswegen schon 2003, als der wissenschaftliche Klimabeirat globale Umweltveränderungen der Bundesregierung ein großes Gutachten überreicht hat, gesagt, nehmt die Sonne, dann seid ihr kein Störenfried. Mit allen anderen erneuerbaren Energien seid ihr relativ schnell ein Störenfried oder es reicht die Masse nicht, die man ernten kann. Naheliegende Ziele für einige nenne ich das. Die EU muss bis 2020 gegenüber 1990 20% weniger CO2 ausstoßen, 20% Endenergie aus Erneuerbaren schöpfen. Beide Ziele sind bindend und die Energieeffizienz um 20% steigern, das ist nicht bindend. Das ist der Beschluss des Europäischen Rates vom 9. März 2007 unter deutscher Präsidentschaft. Für Deutschland ist -40% bei CO2 bindend. Deswegen hat unser Wirtschaftsminister
der Kohleindustrie abgerungen, dass sie 2,5 Gigawatt Kraftwerkskapazität bis 2020 wegnehmen müssen, ausschließlich Braunkohlekraftwerke. Und damit es keine Klagen gibt, wie beim Ausstieg aus der Kernenergie, wo wir ja anhängige Klagen haben, hat er der Industrie 1,6 Milliarden hingehalten. Und dann haben die zugestimmt. Also wir haben jetzt Beschlusslage, es müssen 2,5 Gigawatt Kraftwerkskapazität aus Braunkohle weggenommen werden in der gesamten Bundesrepublik. Und wo die Industrie das macht, ist ihr überlassen. Das ist sozusagen freiwillig für die Industrie. Wenn Sie aber, wenn ich ein bisschen weiter fortgehe, mal schauen. Hier, vorgestern heruntergeladen vom Internet. Agorameter, kann ich nur jedem empfehlen. Googeln Sie Agorameter, dann kriegen Sie diese Abbildung. Immer nur mit 2 bis 3 Stunden Verzögerung gegenüber dem aktuellen Datum. Das war in den vergangenen Tagen die Situation in Deutschland. Wir haben so viel erneuerbare Energien, dass wir 70 bis 80% befriedigen konnten im Strommarkt. Und dass sogar hier die Braunkohle geregelt werden muss. Und das haben ja die Industriebetriebe nicht gern. Denn dann verdienen sie ja wenig. Und in den Situationen kostet der Strom in Leipzig am Spotmarkt minus 1 Euro Cent. Das heißt, die müssen noch was geben und kriegen nichts dafür. Also eine ganz kuriose Situation, in der wir immer im Mai und Juni und Juli stecken. Im Winter ist das was ganz anderes. Da muss ich als Meteorologe sagen, bitte rechnet mal, und das sage ich jetzt an den Deutschen Wetterdienst, aus, wie lange dauern die Hochdrucklagen Mitteleuropa von Ende November bis Ende Januar, denn das sind die eigentlichen Herausforderungen für die Energiewende. Wenn es dort eine Äußerung gäbe, länger als 8 Tage hat das nie gedauert oder länger als 6 Tage hat das nie gedauert und eine Entwicklung schaut so und so aus, dann ist das die Basis für die Debatte über die Energiewende. Hätte ich gern vom Deutschen Wetterdienst. Haben Sie? Dann zeigen Sie es heute. Wir halten nächstes Mal einen Vortrag zu dem Thema. Ja, gut, das wäre ideal, weil das die Bevölkerung wissen muss. Wenn Hochnebeldecken über ganz Deutschland sind und der Wind bei Beaufort 2 bis 3 herumwabert, dann haben Sie von diesen wichtigsten erneuerbaren Energien, von der Sonne und vom Wind, fast nichts. Und dann müssen Sie ein System haben. Sie müssen entweder aus der Normandie importieren oder aus Italien oder Sie müssen große Speicher angelegt haben. Jetzt gehe ich wieder zurück. Artikel 2 von Paris. Da ist definiert worden, was eine gefährliche Klimaänderung ist. Und zwar steht hier, holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees centigrade. Das haben die Entwicklungsländer, die kleinen Inselstaaten, mit hineingedrückt und das, was und nicht wissend, dass 1,5 jetzt schon im System stecken und wir morgen alle Emissionen einstellen müssen, wenn wir es erreichen wollen. Das wissen die Klimatologen seit längerem, aber so sind politische Entscheidungen. Und lieber eine scharfe Zielmarke als lasches Zeug, kann ich nur sagen. Also daran müssen sich jetzt die Politiker abarbeiten, an dieser extremen Forderung. Und Sie werden sehen, im Artikel 4 steht noch was Brutaleres.
to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removal by sinks of greenhouse gases in the second half of this century. Das ist die Umsetzung des Wortes Dekarbonisierung vom G7-Gipfel in Elmau. Das Wort Dekarbonisierung kommt hier nicht mehr vor, weil es die Hintertür öffnet für Carbon Capture and Storage. Denn wenn 1,5 Grad Celsius erreicht werden sollen, dann geht das nur durch Herausnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das können Sie durch Aufforstung machen, das können Sie durch eine andere Landwirtschaft machen, aber am einfachsten wahrscheinlich durch das Hineinpressen von Kohlendioxid in tiefere Schichten. Deswegen steht hier nicht mehr Dekarbonisierung. Das Wort hat die Kanzlerin beim Elmau-Gipfel noch hineinzwängen können, gegen die Kanadier und die Australier, die das damals schon nicht sehr gerne hörten. Die Finanzen sind so geregelt, dass aufbauend auf 100 Milliarden Euro, US-Dollar pro Jahr, nach oben gehend Hilfe für die Anpassung an Klimaänderungen in Entwicklungsländern bereitzustellen ist. Inzwischen ist so viel im Pott, dass inzwischen die Vereinten Nationen begonnen haben mit Großprojekten zur Verteilung dieses Geldes. Die Bundesrepublik Deutschland hat annähernd 7 Milliarden hineingetan in die Box, die Amerikaner noch viel mehr, und das stapelt sich und wird immer höher und höher, weil in dieser Woge von Paris die meisten zeigen wollten, dass sie das sehr ernst nehmen. Und es gibt auch eine Kompensation für Verlust und Schaden durch Klimaänderungen. Da steht, decides on the continuation of the Warsaw International Mechanism for loss and damage associated with climate change impacts following the review in 2016. Es wird also Gerichtsverfahren geben. Vanuatu oder andere werden irgendwelche Industrienationen verklagen. Das wird beim ersten Anlauf mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit locker scheitern. Aber es wird immer mehr sein und irgendwann werden die Klimatologen, also wir hier im Saal, aufgefordert sein, bei solchen Fällen auch unsere Stimme zu integrieren. Ist das Ereignis jetzt eines, das einen gewissen Anteil durch den anthropogenen Klimawandel schon mit sich trägt? Das ist eine ganz schwierige Kiste, das herauszuholen. Ich muss zum Schluss kommen. Nächste Schritte. IPCC-Bericht zum 1,5 Grad Celsius-Ziel ist für 2018 gefordert. AR6 des IPCC etwa 2021. Das sind sozusagen die Marksteine. Erhöhung der freiwilligen Verpflichtungen alle 5 Jahre. Es darf niemand zurückgehen. Das steht im Paris-Agreement. Forschung bei Netztechnik, Speicherung und Effizienzerhöhung sowie zur Lebensstiländerung. Das ist unumgänglich. Die wird jetzt angestoßen und da kann man nur hoffen, dass Frau Wanka und andere das Geld umverteilen. Also zum Beispiel bei der Fusion etwas wegnehmen und da etwas hintun. Aus vermeintlichen Verlierern Gewinner machen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und die Saudis haben reagiert. Nach Paris haben sie gesagt, wir legen jetzt ein Solarprogramm auf, 9,5 Gigawatt, denn in Zukunft werden wir unser Geld mit der Solarenergie machen und nicht mehr so sehr mit dem Öl. Danke fürs Zuhören. So. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben mich ja gewarnt, ja. Wenn auch mittendrin. Länger dauern wird. Ich denke, wir sollten wenigstens eine Frage zulassen, exemplarisch. Für die anderen, die bestimmt sehr interessiert sind. Bitte, Frau Becker. Keine Frage, eine Anmerkung. Zu den regenerativen Energien. Eine Anmerkung zu den regenerativen Energien. Die Aussage natürlich, dass Deutschland, wenn es regenerative Energien benutzt, also Sonne und Wind, den Winter nicht schafft, das ist vollkommen klar.
Was wesentlich ist, ist natürlich die Frage Speicher, das ist kriegsentscheidend an der Stelle. Und die zweite Frage ist natürlich europäischer Stromverbund. Ja. Also machbar ist das natürlich, nur eben anders. Ne? War mir schon wichtig. Technisch einfach, aber es kostet viele Milliarden. Aber die haben wir ja. Ich muss jetzt leider den Saal verlassen. Ach so. So schnell entkommen Sie mir nicht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Bereicherung für die Tagung. Das war wie immer ganz wichtig. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ja, gerne. Ich hoffe, Sie kommen wieder.